Ich überlege gerade, vielleicht nehme ich auch noch Glas mit. Wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal ein Stück in der Burg bleiben. Ich nehme mal zwei normale Glas mit oder mal Glasscheiben ein paar. Und das Holz kann man sich ja eh alles soweit craften. Zäune habe ich eh nicht so, Leitern, ja gut. Ja gut, Leitern weiß ich nicht. Nehme ich Leitern mit? Nein, ich lasse Leitern da. Holz kann ich mir hinten eigentlich so gut wie alles zusammen craften, wenn ich ja jetzt eh Holz mitnehme. Ja. Es wird einfach schon wieder Nacht. Ich drehe um, ich mache erstmal ein Nickerchen, dass ich schön in Ruhe bauen kann. Zack, du kannst nur nachts schlafen. Mann! Habe ich da eigentlich in den Kisten jemals was drin gehabt? Ich glaube nicht, die sind, da stehen auch nur optisch da. Irgendwie habe ich gerade was an meiner Küche auszusetzen. Okay. Ach ja, Betten. Betten brauchen wir ein paar. Aber ich glaube, wir haben gar keine Wolle hier. Wir haben keine Betten hier. Aber Wolle ist hinten in der Farm. Die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Es liegt ja eh schon fast auf dem Weg. Zwar auch nur fast, aber es liegt schon fast auf dem Weg. Okay. Hüpfen wir mal hin, dann geht's schnell. Leer. Wolle. So viele Betten werden wir schon nicht brauchen. Durchschlängel, durchschlängel, durchschlängel. Ab durch das Gebüsch. So. Hüpf. Komischerweise bin ich hier eigentlich nicht mal so schlecht beim Springen. Empfinde ich zumindest. Aber in Jump'n'Runs. Also ich habe, zur Zeit ist ja irgendwie so ein Jump'n'World-Fieber auf YouTube ausgebrochen. War ich jetzt mal auch auf Jump'n'World drauf. Und ich habe kläglich versagt. Also wirklich versagt. Das kann man sich nicht mehr schönreden. Ich habe versagt. So, da mache ich jetzt einfach mal eine Doppeltruhe draus, weil ich kriege den ganzen Stuff eh nicht unter. Zack, 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 alles rein. Und ich schnappe mir mal schon ein bisschen Erde. Und mach noch mal ein bisschen was weg. Zack. Und zwar einfach mal hier so, zack. Damit Gras rüberwächst. Damit Gras rüberwächst. Ey. War ich zu schnell. Damit Gras rüberwachsen kann. Da ist ja Gras. Hier ist ja. Das kommt. Gut, das kommt von da hinten. Egal. Und wir markieren uns das mal, damit ich es auf jeden Fall nicht vergesse. So, zack. Wisst ihr, dass mir irgendwie die Ideen zurzeit ausgehen, was ich weitermachen kann? Also ich habe hier ganz viele Ideen, aber ich weiß nicht, womit ich anfangen soll. Ich mache jetzt erstmal hier ein Dach aus Baumstämmen, hätte ich jetzt gesagt. So ist die Frage nur, wie mache ich das Dach aus Baumstämmen? Mache ich das so? Oder mache ich das so? Oder ich mache so und so? Mache ich so und so? Ich bin überfordert. Ich mache jetzt einfach mal so. So. Zack, die Erde kommt wieder weg. So, hier eins drüber und dann hier auch eins drüber. Brauche ich aber nochmal Steinziegel. Komme ich an die Kiste ran? Ja, ich komme an die Kiste ran. Ich glaube, ich nehme mal notfalls ein Backpack mit. Mache ich hier nicht nochmal eins höher? Die Wandung, auch wenn ich es eigentlich nicht so hoch haben wollte. Aber da müsste ich hier auch schon wieder so rüber gehen eigentlich. Oder? Deswegen tricky, ist ein bisschen tricky. Aber das kriegen wir doch hin, oder? So doof sind wir ja nicht. Ich nehm's zurück. Ich nehm's schon zurück.
Alter, wie viel Äpfel ich snacken muss. Gleich muss ich nochmal zurück, weil ich kein Essen mehr habe, ey. Einfach mal Erdblöckchen her, dann kann ich hier so, zack. So. Zack, okay. Gut, dann machen wir hier noch weiter. Ich habe mir ja schon überlegt, ob ich die Ecken wieder so mit Holz ein bisschen mache, aber ich glaube, das wäre dann schon zu viel des Guten. Das wäre dann schon zu viel. So, wir machen jetzt erstmal die Seite. Die andere können wir uns ja dann überlegen. Wichtig ist, wir dürfen hier nicht mehr die Axt abbauen, weil sonst ist das Holzdach weg. Durch unseren Timber-Mod. Okay. Gut, dass ich noch ein Backpack dabei habe. Jetzt mal wieder vom Dach runter und dann wieder rauf, das wäre mir etwas zu blöd. So. Okay. Muss ich halt dann beibehalten, dass es so ein bisschen das Hauptdach ist. Also hier von den Ecken her. Von den Kanten her. Ah! Also, wie ich es gewusst hätte. Was? Ach, ich wundere mich gerade, warum meine Maus so spinnt. Ich bin schon halb von meinem Mauspad unten und nur noch auf dem Glastisch, so zur Hälfte. Ja, da brauche ich mich nicht wundern. So, Hauptdach und von hier aus weiter. So. Zack. Das gleiche hier drüben jetzt auch noch. Und hier. Warum habe ich den Erdblock jetzt abgerissen? Der war doch zur Hilfe da. Ach so. Ja, ich weiß schon warum. Nochmal zweimal da oben eigentlich, dann hätten wir es geschafft. Mal erstmal die Seite, weil ich so schön hier drüben bin. So, jetzt ist halt die Frage wieder, wie mit hier hinten wieder. Aber ich glaube, das wird sich lösen, wenn ich jetzt hier drüben weiterbaue. Hoffe ich zumindest. Sehr stark. Bitte. Das ist jetzt das Problem. Da dürfen wir jetzt die Axt nicht verwenden. Da müssen wir mit dem Holzklotz auf dem Holzklotz schlagen. So. Weil sonst ist das ganze Dach wieder weg. Stopp. Und ich ver. Genau das, was ich gerade gesagt habe, dass das Hauptdach ist, habe ich wieder verpennt. So. Zack. Jetzt hier vorne nochmal. Zack, zack. Und zack, 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 zack. Okay. Was? Ich habe kein Holz mehr. Okay, die Baumstämme, die ich hier mitgenommen habe, werden mir keinenfalls reichen. Springt doch auf die Kiste, Mann! So. Ich denke gerade ein bisschen nebenbei. Die Zahnräder knirschen. Ich glaube, ich muss immer wieder ölen ein bisschen. So.
Wie war das? Da müsste ich jetzt hierher. Genau. So hin. Hier eins drüber gehen. Hier weg. Zack, zack. Und so. Hier ein bisschen. Das ist halt nicht so lang, das Stück. Aber ich will es hoffentlich bis vorziehen. Wenn es klappt. Wie ich es mir vorstelle. Ich weiß es nicht, ob das klappt oder nicht. Drückt mir die Daumen, Jungs. Mädels. Drückt mir die Daumen. Ist mir irgendwie so ungewohnt, dass ich weibliche Zuschauer habe. Ja, aber habe ich letztens im Stream wieder festgestellt. Du bist ein Mädchen? Ei, 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 ei. Da war ich geschockt. Und zack. Okay. Ich habe den Verdacht, ich werde höher kommen. Ich bin jetzt schon... Natürlich komme ich höher, ich Depp. Hoffentlich schaut es dann einigermaßen gut aus, sonst kriege ich die Krise. Ja, okay, abgerissen ist es schnell. Timbermod. Sei Dank. Es wird einfach schon wieder Nacht. Gleich stelle ich da unten wirklich gleich sofort instant ein Bett auf. Dreck. Warte mal, dann müsste ich ja dich hier auch weiterziehen. Weil es soll ja überlappend sein. Ja, dann muss ich dich auch weiterziehen. Muss ich dich weiterziehen. Und zwar hätte ich jetzt... Ja, bis hier hätte ich dich jetzt gezogen. Und dich ziehe ich dann bis... Hier. Rein theoretisch müsste ich dich eins weiterziehen. Rein theoretisch. Wie war das mit Jump World? Fail? So, ein paar Fackeln zumindest aufstellen. Hier noch. Ja, ich nehme gleich nochmal Baumstämme mit. Oh, dich habe ich ganz vergessen. Die Seite hier zu Ende machen. Ich gebe gerade komische Geräusche von mir. Ich weiß schon, aber ich überlege gerade, wie das dann aussehen wird. Das ist gerade so mein kleines Manko. Ich überlege gerade sehr stark, wie das aussehen wird. Ob mir das gefallen wird oder nicht. Ich habe fast die Befürchtung, dass es mir nicht gefällt. Wenn ich mir dann einen Arsch beiße. Oder es mir nicht gefällt und ich es dann irgendwann wieder abreiße. So, und zwar wollte ich jetzt halt hier... Das ist das, was ich gemeint habe. Und zwar mache ich jetzt halt das ganz anders da. Ich reiße dich hier nochmal ab. Und zieh hier so rüber. So. Zieh hier eins rüber und dich mache ich dann auch weg. Und ziehe hierher. Gut, dann muss ich dich natürlich auch wegmachen. Vielleicht klappt's ja. Dass es mir gefällt. Ich habe mir überlegt übrigens, dass ich auch ab und zu mal ab sofort in den Creative Mode gehen werde und mir Sachen aus der Vogelperspektive anschaue. Gut, wir hätten ja unser Ponybike Mod oder wie das heißt da, die Bike Mods, da wo man mal sämtliche Bikes erschaffen kann. Hätte ich ja auch noch, aber das ist dann immer so ein Kopf im Weg. Und jetzt mal so rüberrennen und das Ding holen, ist aber blöd, oder? Zumindest jetzt mal warten, bis man so ein Ding mit, so ein Einhorn mit Flügeln hat. Oder so ein Pferd mit Flügeln hat. Wo ich nicht mal weiß, wie die ganzen Pferde heißen. Stopp. Seid ihr
überlappend? Ja, seid ihr. Alter, die Schmiede ist höher als die Burgmauer. Vielleicht muss ich doch hier nochmal auf die Burgmauer einzeln aufsatteln. So hätte ich das jetzt gemacht. Gefällt mir das?